Jetzt habe ich aber erstmal für den Anfang genug geredet, glaube ich. Und jetzt ist es die Aufgabe des Gastgebers natürlich auch nochmal seine Gäste persönlich zu begrüßen. Und deswegen bitte ich den Präsidenten des Sächsischen Fußballverbandes, Hermann Winkler, zu mir. Guten Abend und it's your stage. Vielen Dank, lieber Norman Landgraf, liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde, liebe Gäste. Einige sind namentlich genannt worden. Wenn ich in die Runde schaue, müssten wirklich noch viele genannt werden. Aber das wird dann doch zu warm und zu lang. Ich freue mich aber im Namen des Sächsischen Fußballverbandes riesig, dass ihr so zahlreich gekommen sind. Der eine oder andere hat durchaus auch im Sommer noch ein paar andere Aufgaben und bei dem schönen Wetter vielleicht auch manches auf dem Fußballplatz oder Garten zu tun. Danke, dass ihr da seid und danke, dass wir gemeinsam zurückblicken können auf die vergangene Saison, Ehrungen vornehmen werden, aber auch einen Ausblick wagen wollen auf die kommende Saison, die so sukzessive losgeht. In einigen Ligen hat sie schon begonnen. Und ich denke, ich will noch diejenigen, nicht namentlich, aber extra erwähnend begrüßen, die das alles absichern, sowohl in der alten Saison als auch in der neuen. Das sind die wenigen Hauptamtlichen und die vielen, vielen Ehrenamtlichen. Bei uns hier im Präsidium des SFV, im Vorstand, das sind die Präsidenten der Kreisfußballverbände, das sind die Ausschussmitglieder, die Übungsleiter, Trainer, Schiedsrichter, all diejenigen, die absichern, dass es in den über 908 Vereinen bei uns immer läuft und dass es in den über 6400 Mannschaften auch gut läuft. Und ich glaube, es ist auch ein Zeichen der Wertschätzung, dass wir, wie soeben gehört, so viele Ehrengäste da haben, weil sie sagen, sie wollen sich mit ihrer Anwesenheit, die nicht selbstverständlich ist in diesen hektischen Zeiten, euch auch allen ein herzliches Dankeschön sagen. Vielen Dank für eure tägliche Arbeit. Ich habe gesagt, wir haben 6400 Mannschaften und unser Job ist es im Fußballverband, den Spielbetrieb abzusichern. Und da brauchen wir auch zukünftig die Unterstützung von vielen, denn alleine schaffen wir das nicht. Wir sind die bestfunktionierenden Sozialstationen, die besten Fitnessstudios, die besten Bildungsträger und oft auch ein wunderbarer Familienersatz für unsere Kinder und Jugendlichen, die dann herauswachsen als junge Talente und in den großen Mannschaften spielen. Und deshalb brauchen wir die Unterstützer aus den Kommunen. Ich sehe Herrn Dr. Lames, der von der Landeshauptstadt Dresden zu uns gekommen ist. Herzlich willkommen. Und der Wirtschaft. Wir brauchen Unterstützung als Sponsoren und auch der Kommunen und der Medien auch, denn wir freuen uns auch über manche Positivschlagzeile mehr als über manche schlechte, die es natürlich auch aufgrund mancher Gegebenheiten im Fußball gibt, wofür wir keine Patentlösung haben, aber woran wir arbeiten. Also danke an alle, die uns bisher unterstützt haben, gleichzeitig mit der Bitte, das weiter zu tun, damit wir in den genannten Institutionen weiter arbeiten können. Und es ist auch so, dass wir gucken müssen, dass der Nachwuchs nicht ausgeht. Ich freue mich, Hans Meyers genannt worden. Ich sehe Ede Geier, ich begrüße Ralf Rangnick von RB, der da ist. Und ich sehe Frank Engel, Arjen Urgestein. Das alles sind Menschen, die viele Jahre Erfahrung gesammelt haben und wo es Sinn macht, an so einem Abend sich auch auszutauschen, wie wir bestimmte Dinge noch besser machen können. Ich habe angesprochen, dass es mitunter auch Probleme gibt. Das sind Einzelfälle. In der Saison 15-16 beispielsweise gab es in Sachsen 57.200 Spiele im Amateurbereich. Nur 120 Unterbrechungen und Vorkommnisse. Das heißt, 97,99% liefen ordnungsgemäß ab. Und trotzdem gibt es diese Vorkommnisse. Und wir haben aber gute Erfahrungen gemacht in der Zusammenarbeit mit den Behörden, mit der Polizei. Und ich bitte euch, lieber Thomas und lieber Markus, als zuständige Minister auch für den Sport und auch für die innere Sicherheit, den Dank an die sächsische Polizei bitte mitzunehmen und uns weiterhin zu unterstützen bei dieser Zusammenarbeit. Wenn ich beim Dank bin, das ist ein Applaus wert. Ich habe auch Bernd Merbitz gesehen. Ihm können wir ja dann den Dank direkt beim Bier am Tresen übermitteln. Das andere nehmt ihr bitte mit. Und lieber Reinhard, dass du da bist, das freut uns besonders, weil
wir und ich besonders, da wir im Vorstand zusammenarbeiten, dein Pensum kennen. So kurz vor den Niederlanden hierher gekommen und wieder zurück, weil du dort als UEFA verantwortlicher Funktionen hast. Vielen Dank, dass du da bist. Auch das ist eine Wertschätzung für unsere Arbeit. Und ich will dir auch sagen, du hast ein schweres Amt übernommen, ein schönes, aber ein sehr schwieriges Amt. Und da gilt es, viel zu verändern. Und nicht alles, was wir vielleicht auch über die Medien hören, lesen, ist im ersten Moment verständlich, was da jetzt entschieden werden muss im DFB. Aber ich will dir sagen, dass du für deine Vorhaben mehr Transparenz, mehr Gerechtigkeit, auch im Austausch zwischen unten und oben, zwischen dem kleinen Geld und dem großen Geld, die Unterstützung des Sächsischen Fußballverbandes hast und uns an deiner Seite hast. Ich möchte, bevor ich zum Schluss komme, auch noch sagen, dass wir natürlich den Abend nutzen wollen, lieber Reinhard. Diese Bitte geben wir damit auf den Weg. Dass wir werben wollen für den EM-Spielort Leipzig in Sachsen. Dass wir es können, haben wir bei der WM 2006 schon bewiesen. Dass wir es wollen, wenn wir sie 2024 bekommen, wollen wir dir heute mit auf den Weg geben. Und wir hoffen, dass dies vielleicht am 15. September bei der Auswahl der Städte mit eine Rolle spielen kann. Liebe Freunde, wenn ich schließe, bitte ich um keinen Applaus. Ich bitte aber, den Applaus nach folgendem Satz zu geben. Weil ich finde, uns ist bis jetzt, und das wird so bleiben, bin ich sicher, ein wunderbares Fest gelungen hier in unserer Fußballschule. Und ich weiß, wie schwierig das war, dass das alles so stattfinden konnte. Weil nämlich die fleißigen Mitarbeiter der Geschäftsstelle und der Fußballschule so zwischen Saisonvorbereitung, Spielergenehmigung, Spielpassausstellung und dem Neubau unserer großen Halle das so mit nebenbei gemacht haben die letzten Tage und ich auch immer noch gedrängelt habe. Ich möchte mich bei allen, die das vorbereitet haben, die das ausgestalten, ganz herzlich bedanken. Ihr habt das toll gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank, Hermann Winkler. Und einen Satz sage ich noch, dann Okay. Übergebe ich wieder. Ich will nur noch sagen, ich wünsche uns allen eine friedliche, faire und erfolgreiche Saison 2017-2018. Danke.